Wir sind heute in Piwa, das ist nicht weit weg von Białe Śliwie, Weißen Höhe. Dort findet am 30. Mai bis zum 2. Juni das dritte, das größte wahrscheinlich, kann man sagen, in der Tradition Eisenbahnfest der Schmalspurbahn statt, die ja historisch Wirditzer Kreisbahn heißt. Und Peter Erck ist hier bei uns, der ist der offizielle Partner des Landkreises, des Besitzers dieser Bahn und des Vereins Wirditzer Kreisbahn, der aktiv zusammen mit den deutschen Freunden dort die Strecke wieder befahrbar macht. Und Peter, wir stehen hier vor einer Dampflok. Das ist dein Eigentum. Polnischer Produktion, die hast du jetzt nach Polen gebracht, die wird hier bei Interlok vorbereitet, soll gleich fahren. Was ist kurz gesagt der Lebenslauf dieser Lok, Lars? Die Lok ist bei Czarnow gebaut in Oberschlesien und hat dort ihr größten Teil ihres Einsatzes auf ein Netz von 785 mm verbracht, ist nachher nach Aussonderung an eine Molkerei verkauft worden als stationärer Dampferzeuger. Und dort hatte sie einen Sammler gerettet und von diesem Sammler konnte ich die Lok Anfang der 90er Jahre wieder erwerben, habe sie in Deutschland weiterverkauft und habe sie jetzt halt wieder zurückgekauft, um sie hier einzusetzen. Und ich denke mal, die Lok wäre irgendwann in Schrott gelandet und wäre danach nicht erhalten geblieben. Und sie ist ja, wie ich mal sagen, jetzt kann man sagen, 22 Jahre außer Landes gewesen, ist jetzt zurückgekehrt und ich denke, man wird auch die nächsten Jahre dieser Bahn erhalten bleiben. Wir müssen da ja am Anfang den Berg hoch. Wie siehst du das? Wie wird es sich da machen? Ja gut, wir haben ja für alle Fälle die doppelte Leistung gegenüber jetzt den Diesellokomotiven. Und Dampf ist, wie man sagt, eine ganz andere Kraftentwicklung wie bei einer Diesellok, also vollkommen ausreichend für die Strecke. Das ist jetzt bisher das größte Engagement, was du zeigst, aber du hast ja schon mit Dieselloks sich da engagiert. Dein Interesse an der Strecke ist langfristiger Natur. Das ist richtig so. Wie gesagt, es soll jedes Jahr ein Stückchen erweitert werden. Es soll, wie gesagt, die Erhaltung weiter fortgeschritten werden. Sanierung von den Gebäuden ist geplant. Wir müssen sehen, wie sich halt die nächste Zeit entwickelt. Es ist toll, dass man jetzt sieht, deutsche Bahnfreunde, also Feldbahnfreunde engagieren sich mit Begeisterung. Es ist noch ein neuer Kollege dazugekommen aus Deutschland, der familiäre Verbindung mit der Region hat. Seine Familie in deutschen Zeiten, als es noch deutsch war, hat da mal gelebt. Ja? Das ist richtig. Und es werden auch jedes Mal mehr und das Interesse für diese Bahn wird immer größer, weil es ist nun mal in Europa, wie ich mal sagen, das größte Streckennetz und ist eigentlich auch, was ich kenne, die schönste Bahn auf 600 mm. Und wie jetzt auch der Landrat sagt, als Besitzer sozusagen, als Eigentümer, das größte natürliche Netz. Weil Neubauen wird zwar kaum jemand tun, aber selbst wenn es einer machen würde, hätte es ja nicht den Reiz wie eine gewachsene Strecke. Das ist richtig. Und es ist eben auch schön, dass diese Bahn nicht verschrottet wurde wie viele andere Bahnen, wie ich mal sagen, nach der Umstrukturierung. Und wie gesagt, wir sind froh, dass das, was jetzt ist, erhalten bleiben. Und ich denke mal, auch die nächste Zeit dazu, wie ich mal sagen, gesichert ist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Lok vorbereitet wird und gleich hier die erste Probefahrt macht, bevor sie dann nach Weißen Höhe Białe Śliwie kommt. Thank you.
Ich erinnere mich noch an die ersten Jahre, wo ich hier im Raum Schneidemühl-Piwa und dann Richtung Weißenhöhe fuhr. Da war tatsächlich hier noch zu spüren eine Skepsis gegenüber Deutschen. Was wollen die hier? Da gab es auch noch, es reichte aus in Presseartikeln in den 90er Jahren, die Deutschen wollen die Schmalspur übernehmen, um schon bei vielen Leuten, da war das noch ein Schimpfwort. Heute muss man sagen, das ist irgendwie das Klima ganz anders. Das ist jetzt freundschaftlich geworden. Ne? Die freuen sich, dass man gemeinsam was macht. Ja gut, das ist, hat sich auch alles so entwickelt. Meinetwegen, es hat auch hier die Bevölkerung gesehen, dass wir nicht nur Interesse haben, die Bahn auszubeuten, sondern auch die Bahn touristisch zu vermarkten, dass das ein Anziehungspunkt in der Region wird. Und will ich mal so sagen, das ist eigentlich damit jedem geholfen, will ich mal sagen. Wir haben, wie gesagt, hier, wir tragen einen ziemlich großen Beitrag zum Erhalt der Bahn bei, will ich mal sagen. Wir haben ziemlich viel angestoßen, auch hier im Landkreis, um dort eben mal, wie ich mal sagen, tätig werden zu für diese Bahn, und hat eigentlich alles so bis jetzt zum sehr großen Erfolg geführt. Der Landrat von hier ist in Ilmenau gewesen, hat schon mit Politikern bei euch vor Ort gesprochen, will jetzt sogar anstoßen, vielleicht mit dem Landkreis von Ilmenau, Ilmkreis, eine Kooperation zu machen. Also eine Sache, die jetzt von unten wächst, aus dem Interesse. Ihr macht in Ilmenau Eisenbahnprojekt, das funktioniert schon. Also sollte man aus vorhandenen Beispielen lernen. Das alles lässt ja doch hoffen, dass es tatsächlich auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit noch weiter immer besser wird, ne? Ja, das nehme ich auch an, würde ich mal sagen, weil im Moment können wir nicht klagen über die Zusammenarbeit. Das läuft sehr gut, auch bei dem Projekt mit dieser Straßenkreuzung A10. Das ist sehr gut von beiden Seiten organisiert worden. Ist auch so vom Plan alles funktioniert, will ich mal sagen, und man sieht ja den Erfolg. Und nicht vergessen, 30.05. bis 2.06. Samstag, Sonntag, am Samstag um 12, 1 Uhr etwa, da wird dann diese Parade stattfinden, wo alle Fahrzeuge Stück für Stück vorgeführt werden mit Erläuterungen. Also am Samstag ist der Höhepunkt, aber die ganzen Tage über ab Donnerstag schon wird also planmäßig Dampfverkehr und Dieselverkehr stattfinden auf der Strecke. Und wie du gesagt hast, über die Straße hinaus möglicherweise sogar, wenn das alles mit den behördlichen Dokumenten klappt, die man auch in Polen besorgen muss. Also wir laden herzlich ein.